Kann auch fahren, weil die Ampel ist grün. Mit Six, Dankeschön. Ach, da habe ich mich vorhin schon bedankt für. Trotzdem nochmal Dankeschön. Und Neo Rakista, Dankeschön für deine 5,01 €. Hier hast du die ersten 0,1 für deinen Busführerschein. Ja, ja. Ich glaube, so ein Busführerschein ist schweineteuer. Aber ganz ehrlich, das ist auch tatsächlich ein Berufssektor, sage ich mal, wo man wirklich gut auch vorbereitet werden muss. Weil wenn ich mir überlege, dass du so ein Ding durch die Innenstadt hier steuerst, das ist halt schon hart. Also das ist nicht einfach, glaube ich. Kotnascher 01, dankeschön. 4 Monate Prime. Lul. 5.000 kostet der Buslappen. Heilige Maria. Heilige Maria. Und Wedibra 96, dankeschön für deinen Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Bus hat immer Vorfahrt. Stimmt, brauchen wir alle keinen Busführerschein mehr machen. Wenn es so einfach ist, kriege ich das auch hin. Bin auch schon Mercedes gefahren. Also das kriege ich auch hin. Das geht. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Einzel, Senior, eine. 3,20 €. Eine Fahrkarte, bitte. Tag, Student, eine. Achso. So. Danke. Tschüss. Verpiss dich, Junge. Verpiss dich. Reicht nicht, da brauchst du noch eine IHK-Prüfung. Ach du liebe Zeit. Auch noch. Warte mal, wo muss ich denn hin? Hier muss ich hin. Ich verschwere jetzt wieder die Straße, es tut mir echt leid. Aber es geht leider nicht anders. Urlauber, wie gesagt, Dankeschön für 8 Monate Prime. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, liebe geht raus an dich, gell? Dank dir. Geile Nummer. So, ich fahr mal am Schlagloch vorbei. So, nächste Haltestelle. Moin. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, guten Tag. Woche, Senor, einmal. Passen dabei, wunderbar. Tag, Student 2. Hat auch passend dabei, krass. Okay, Studenten haben immer Kleingeld, das stimmt. So, weiter geht's. Fox, dein Einsatz, wir kommen jetzt zum alten Sägewerk. Ja. Kleingeld oder kein Geld? Kati, das darfst du dir jetzt selber aussuchen. Such dir aus, was du verstanden hast. Es kommt am Ende aufs Gleiche raus. So. Das wird. Oh. Blinker korrekt gesetzt, das war aber auch schon das Beste gerade. So, guck mal, hier mitten im Wald ist da so eine Disse oder was? Mitten in der Prärie. Mitten in der Prärie, das gibt's gar nicht. Was für Fernlicht? Ich habe kein Fernlicht an, wir haben gar kein Licht an. Da stört's keinen, ja, wahrscheinlich. Was ist denn hier los, YouTube? Dankeschön für 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Ja, man muss mal ein bisschen von außen begutachten, mal wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Krass, ne? Das hätte ich auch nicht gedacht. Also, dass der Hans wirklich... Das ist schon eine krasse Nummer, dass der Hans da einfach so wiederkommt. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Genau pünktlich. Oh. Ich hätte ein bisschen weiter hinten halten müssen. Entschuldigung. Eine Fahrkarte bitte.
Da geht's zum Sägewerk. Ich würde da jetzt echt gerne hin, ne? Ach so, ja. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Danke. Huch. Wie sie da im Gras stehen. Ja, komm, wir gucken uns das mal ganz kurz an. Ganz schnell. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Komm, lass da mal schnell hinrennen. Aber das ist so weit. Oder? Komm, wir gucken uns das wenigstens mal kurz an. Wir nehmen auch die Abkürzung hier. Ich will es einfach mal sehen. Ich habe es nämlich noch nie gesehen. Da ist er, guck. Old Sawmill. Hier wird noch geraved. Alter, was ein Laden. Was ein Laden. Guck sie dir doch an. Die laufen auch alle gleich, ne? Guck sie dir mal an. Die laufen alle gleich. Kotnasche. Was soll doch noch mal gewesen sein? Konzert? Ja, wahrscheinlich, das ist halt wahrscheinlich echt so Raver-mäßig, ne? Guck mal, sie hier. Sie ist immer noch mein Highlight. Weißt du, dann lieber gar keine Laufanimation. So, Vorsicht, der Busfahrer. So, Freunde. Nehmt's mir nicht übel, ich musste mir kurz das alte Sägewerk angucken. Hat die sich eingekackt? Ich glaube, ja. Wo wir gerade schon beim Thema sind. Kotnascher, vielen, vielen Dank für deine 5 Euro. Komm, Tobi, bis bauen. Was? Was? Was willst du? Danke für deine 5 Euro auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ja, was ist mit ihm denn? KI-Vollaussetzer gerade. Nice. Er bleibt einfach stehen, weißt du? Statt dass er jetzt noch vor mich fährt. Nein, er bleibt stehen. Sieht er gar nicht. Hat er überhaupt keinen Bock drauf. Oh, das ist eine enge Dings hier. Oh, 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 oh. Opa, Vorsicht. Der Push ist neu. Oh, klappt aber. Sehr gut. Ich sag ja, wir sind heute beim 5-Euro-Monday. Auch der Kotnascher mit einem 5er. 5-Euro-Monday. Oh ja, okay, okay, okay. Einzeln, Senior und 3 Stück. Bitte sehr, 4,60 zurück. Das ist doch einzeln. Mache ich gerne. So, haben wir alles. So, auch wenn keine, ne, auch wenn wir eigentlich... Aha! Drecksau! Und zwar doch so ein Business-Typ, weißt du? Der fährt natürlich wieder ohne Fahrkarte. Altes Gelump! Die Oma, ey. Die Oma, die Oma, die Oma. Ist da unglaublich. Ich meine, wenn man es vorher gucken könnte, ich würde ihr ja nichts, ich würde ihr ja keine Strafe geben, weißt du? Och, wollt ihr mich verarschen? Weißt du, ich stande gerade so lange. Die Oma ist ausgestiegen, die nicht bezahlt hat. Weißt du, das die hat keinen Bock mehr gehabt. Die hat keine Lust mehr gehabt. Die hat so blöde Kackbusfahrer. Die ist raus. Vorsicht, der Blitzer. Da sitzt der Andi drinne. Mit seinem Fotoapparat. Badadadada. Den, 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 den. Mal wieder die Zeche gebrillt, ey. Geil. So, hier Senior und eine. Gib ihm 4,60. Gar kein Problem. Bitteschön.
Was? Einzel, Standard, eine. 7,80 €? Gerne doch. Gerne doch. So. Okay, wir haben 30 Sekunden für die Bergabfahrt. Hier kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Machen wir. Wir müssen Pluszeit hier machen. Ach so, Codenascher. Es sollte Komm Tobi Bus bauen heißen. Alles klar. Alles klar. Vielen, vielen Dank für deine erneuten 5 Euro. Dankeschön. Aber du hättest auch ruhig in den Chat schreiben können. Vielen, vielen Dank. Da. Aus. Wo kann man das Spiel bekommen? Bei Steam. Ja, ja, genau, bei Steam. Alles bei Steam. Guten Tag. Mehrere. Einzel. Senior. 3 Stück. Let's go. Zack. War's schon? Okay. Was ist hier schon wieder los? Stau. Hast du auch das Map-DLC? Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir gerade überhaupt nicht beantworten. Das kann ich dir gerade überhaupt nicht beantworten. So, ihr lasst mich erfahren, ne, weil ich blinke. Ich verstehe halt nicht, warum die jetzt bis jetzt immer noch keine Ampeln hier hingemacht haben. Weil du stehst halt so oft im Stau, weil es diese komischen Vorfahrtsstraßen hier gibt. Keine Ahnung. Das ist halt echt, doof. Vielleicht haben die auch einfach so viele Autos eingebaut, das weiß ich nicht. Das kann natürlich auch sein. Ich mache jetzt einfach mal hier den Busfahrer. Noch zur Warnung. Ja, die Kurve ist auch scheiße. Aber wir haben niemanden totgefahren. Das ist die Hauptsache gewesen. Oder Kreisverkehr. Ja, Kreisverkehr geht natürlich auch. Bäh, jetzt kann ich den Sitz reinigen lassen, weil die da hingeschissen hat. Aha. Gut, keine Omis an Bord. Sehr gut. So. Schienenlegerstraße. Ja. Passt, passt. Alles gut, das wird, nee, das wird nicht teuer. Das sind 700 Tacken, die sind schon sofort bezahlt. Das wird wieder eine Minusnummer. Nee, ich glaube, eine Minusnummer kriegst du dann wirklich nur, wenn du wirklich 2 Leute anfährst. Ich glaube, dann ist es eine Minusnummer. Vielleicht auch einen Retarder einstellen. Ja, ich glaube auch. Mach ich an der nächsten Haltestelle mal. Jo, jetzt kann ich. Guck, dass wir die Laterne hier nicht mitnehmen. Schaffst du das? Ich vertraue dir. Ach, guck mal, wie viel. Was ist hier schon wieder los? Da ist eine Ampel vorne, Leute.
Gibt Stoff, komm. So, ach, ich kann linke Spur bleiben. Warte, warte. So. Sehr schön. Vorsicht, da kommen Drembel. In Niederlanden heißen die Dinger Drembel. Drembels, die haben die ziemlich oft tatsächlich. In verschiedenen Varianten. Mal als so Plastikdinger oder mal auch so richtige, als richtige betonierte Hügel sozusagen. Ich meine, die Holländer, den Holländern ist das scheißegal, die brettern da drüber, ja. Scheiß doch auf die Achse. Aber die haben die Dinger ziemlich viel tatsächlich. Let op Drembels, genau. Voll gut. Voll geil. Bastian Steinschweiger, dankeschön für das Lob. Vielen, vielen Dank und dankeschön für die Suche. Vielen, vielen Dank. Das freut mich. Entspannt soll sein. So ist es. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Bei uns heißen die Kinderli. Okay. Gut. Danke. Ich dachte, das sind Sprungschanzen. Huperl. Huperl ist auch gut. Ach so, ja, das stimmt, der Retarder, warte mal. Ist jetzt Stufe 1 oder was, ne? Das heißt, wir fahren? Ja. Das geht, glaube ich, oder? Ich geh mal vom Gas runter. Ja, doch, ich glaube, das ist schon ganz gut. Guck mal, ich bin mit 31 gerade durch das scheiß Schlagloch gefahren, ne? Das ist bescheuert. So, wir müssen hier rechts. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Chaos 11377, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Das Map-DLC, okay, das machen wir. Ich kann leider nicht mehr kontrollieren, scheiße. Wobei, eigentlich rein rechtlich gesehen, müsste ich die noch kontrollieren können. Also eigentlich, ne, ganz ehrlich, normal müsste man die noch kontrollieren können. Finde ich ein bisschen schade, dass das nicht geht. Wie die dastehen. Ja, wie die Leute, die beim Zug, wenn der Zug fährst, die kommen an ihre Endhaltestelle. Alter, voll am Drängeln. Als ob der Zug bei der Endhaltestelle dann einfach weiterfährt, weißt du? Und alle mitnimmt und entführt. So, wir beenden an dieser Stelle so. So, was haben wir? 1800 Miese gemacht durch Kollision. Das geht schon klar. Das geht schon klar. Das geht schon okay. 14.000. Einfach mal plus gemacht. Das ist super. Passt. 96.000 haben wir jetzt wieder auf dem Konto. Guck mal, wie schnell wir die Kohle wieder zusammenkriegen. Da können wir uns ja gleich noch einen Gelenkbus kaufen. Ja, moin. So, jetzt müssen wir der ganzen Route noch einen Fahrer zuweisen. Nein, das war falsch. Da wollte ich nicht hin. Ja. Wir müssen der ganzen Route noch einen Fahrer zuweisen. Und zwar holen wir uns mal Strecke 4, John Kusch. Kusch, die Junge. Hier mit dem Citaro K. Zack. Sehr schön. Fahren wir durch die Gegend. Markus 4993, dankeschön für deine 5 Euro, damit du auch mal Deutsch lernst. Der deutsche Sprache ist schwere Sprache. Du weißt, was ich sage. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Liebe geht raus. Und auch an Schaksan für 18 Monate Sub. Dankeschön. Danke. So, pass auf.
Wir haben noch eine Aufgabe zu bewältigen und ich würde das gerne noch machen. Hier, nutze Fahrer, bla bla bla, das müssen wir machen. Wir brauchen einmal Hauptbahnhof, zweimal Showergrounds und Speichen des Business Parks. Was ist denn Speichen des Business Parks? War der nicht hier oben? Ach, das ist das hier. Okay, die sind sogar vorgehoben, die Dings, die wir verbinden sollen. Okay, also haben wir wieder Hauptbahn. Ja, das ist doch easy. Maximal 7 Haltestellen. Hä, das ist voll easy. Das ist voll easy. Warte mal. Hier, neue Strecke. HBF bis Business Park über Schober G. So. Pass auf, wir starten beim Hauptbahnhof. Zack. Dann über die Schober Grounds mit 2 Stück. Fahren hier drüber. Wir könnten doch theoretisch gesehen den Siegwalden halten. Lul. Siegwalden halten. Wir sind bei 3. Dann ist das die vierte.